Jetzt guck mal, wie der guckt, wenn er in die Gugnei guckt. Das hat mich Moichi schon von Anfang an gelehrt. Ja, das ist ganz einfach. Du kommst doch von hier, Mann. Wusstest du? Du Grasdackel. Und weiter geht's mit der dritten Folge Schwäbisch für Profis. Ich habe wieder einige Wörter im Gepäck. Ich hoffe, die Jungs können sie erraten. Was ist ein Grasdackel? Ein Grasdackel? Es wird Dackel ist irgendein Hund und Gras irgendwas für. Keine Ahnung. Du kommst doch von hier, Mann. Ich weiß, ich hab keine Ahnung. Das ist nicht so nett. Das ist so. Ja, wenn du Scheiße redest. Was hat denn Dackel für Eigenschaften? Der ist klein und hat eine komische Proportion. Aber warum Gras? But you know what is it? Yeah. Do you know? No. What is it? It's idiot, you're stupid. Yes? Yeah. Ja, sehe ich auch so. Ich denke, das ist vielleicht sowas wie Trottel oder sowas in der Art. Ja, komm fast noch. Grasdackel ist ein Liebeschimpfer, dem Schwäbischen. Aber sehr gut gemacht, Fabi. Muss dich loben. Wirklich? Du Grasdackel. Und weiter geht's im Programm. Was ist jetzt ein Guck? Oh. Ein Guck. Keine Ahnung. Also da kommt was rein. Ja, man kann was rein tun. Wasser. Wein. Flüssigkeiten. Kann man alles da reinpacken, wenn man will. Das kommt drauf an, aus was für Material die Guck ist. Das hat mich Moichi schon von Anfang an gelehrt. Tüte, ne? Eine Tüte. Eine Tüte. Also was mir jetzt aufgefallen ist, der Name Moichi fällt sehr oft. Ich finde es toll von dir, dass du denen unseren Dialekt näher bringst. Vielleicht gibt es ja mal eine Folge mit dir und mit mir zusammen. Guck ist eine Tüte, aber jetzt sage ich euch noch mal was. Jetzt guck mal, wie der guckt, wenn er in die Gugnei guckt. Krass. Einkaufsguck. Oder? Ist das richtig? Aber es setzt sich ja nicht durch, sonst hätte ich das ja mal gehört, oder? Also, junger Mann, das hat sich durchgesetzt. Muss ich dir gerade mal sagen. Ein Guck ist ein Guck und wenn du irgendwo einkaufen gehst und einen Guck verlangst, versteht das im Schwäbisch jeder. Also, und jetzt kommen wir zum nächsten Begriff. Was ist ein Muckebatscher? Jungs, überlegt gut. Muckebatscher. Ja, das ist ganz einfach. Das ist so, ja. Mucke wird wieder eine Mücke sein. Eine Angel oder so, keine Ahnung. Könnte ein Schläger sein, irgendwas zum Schlagen, so eine Art Fliegenklatsche. Ach so, diese Mücke, Mückenklatscher. Ja, nein, nicht Muckebatscher, nicht Mückenklatscher. Nicht alles durcheinander bringen. Oh, ja, Fliegenklatsche. Ach so, eine Klatsche. Fly in your rooms and you want to kill, you know? Yes, I know what you mean. With this. Ah, jetzt natürlich Mücken batschen. Mücken. Ah. Mhm. Mhm. Aber Mücken. Fliegen. Fliegenklatscher. Ja. Ja. Mückenbatschler. Naja. Ja. Das war schon wieder mit der schwäbischen Lehrstunde. Jungs, ihr wart super. Bin begeistert von euch. Ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder. Welches Dialektwort gefällt euch am besten? Einfach in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht können wir es nächstes Mal benutzen. Und jetzt zum Schluss ein richtig nettes Sprichwort. Wenn's Erschle brummt, ist Herzle gesund. Wir sehen uns im Stadion. Eure Angelika.